Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge von Transport Fieber 2. Und zwar waren wir ja hier in Augsburg stehen geblieben, aber ich würde jetzt auch mal gerne gucken, dass wir vielleicht hier diese Güter hier uns mal anschauen und hier mal was hintransportieren. So, machen wir jetzt hier mal. Das ist natürlich jetzt die Frage, reicht ein Teil aus oder müssen wir zwei haben? Das müssen wir dann mal ausprobieren. Das, wie gesagt, bei dem anderen Spiel, da ging das auf einmal nicht. Da musste ich für beide was da hinlegen. So, und hier müsste ich jetzt hier oben müssten wir auch noch so ein Teil hier hinsetzen. Das ist hier. Da müsstest du hier unten eins hinsetzen. Ja, das ist wäre ja auch egal. So, wären es zwei Linien halt. So, ein bisschen drehen. So, dann wäre das da dran. Und ein etwas kleineres. Hier dran. So, guck. So, dann müssten wir jetzt hier erstmal eine Linie bauen. Und zwar von hier nach hier. Das wäre genau das. Ah, die haben alle hier noch die ausländischen Namen, das muss ich noch ändern. So, und noch eine Linie, aber das machen wir erstmal hier. So, Eisenerz. Aber das sieht man ja auch. Nee, einfach nur Erz. Zur, weiß ich auch nicht, was schreiben wir denn zur Fabrik? Zur Stahlfabrik LKW. So. Kann man das kopieren? Nee, ne? Kann man nicht. Und noch eine Linie von da nach da. So, das wäre dasselbe. Erz. Ich glaube, ich habe doch, da ist ein Fehler drin. Zur Stahl. Fabrik. So, jetzt müssten wir nur mal hier noch LKW. Das wäre dann Linie 1. So, und dann nicht das RAL, sondern jetzt habe ich ein großes. Also Stahlfabrik. Okay. Was haben wir denn hier? Kann man da noch was machen? Warte mal, ich habe mich doch hier irgendwie verschrieben. Hier. Nur Erz. Wie komme ich denn da auf den TZ?
So, Erz. So, das hätten wir auch. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Fahrzeuge kriegen. So, was Transfer Cargo? Was haben wir denn zum Stahl transportieren? Am besten einen Kipper. Haben wir so gar nicht. Der kann Erz. Genau. Nehmen wir mal 4 Stück. So, der auf die erste Erzlinie. Und der auf die zweite Erzlinie. So, dann müssen wir mal schauen. Die Fabrik braucht dann den Stahl. Aber wir müssen dann gucken, ob das auch hier abgelegt wird. Weil das könnte sein, dass es das nämlich nicht macht. War nämlich bei der zweiten Staffel dasselbe. 2 Fabriken nebeneinander. Der hat das zwar produziert, aber dann nicht da hingelegt, wo es hinlegen sollte. So, es ist ja noch ein bisschen ländlich hier. Also lassen wir auch die Straße mal so. Lass sie das erstmal machen. Wir gucken mal bei unserem Bahnhof. Ah, was, ich wollte ja hier noch einen Zug draufsetzen. Habe ich letztens gesehen. In Augsburg. Genau. So. Weil ein bisschen viel. So, Diesellok. Machen wir erstmal mit Diesel alles. Und guck mal, ich habe hier ganz viele Diesels. Ja, aber wir nehmen hier die Standard. So, und dann hätte ich gerne. Habe ich die geladen? Die Silberlinge. Hier sind sie. Ich habe sie. So. Kaufen. Auf die Linie braun. Das müsste passen. So, mal gucken. Ja, da kommt er. So, habe ich denn auch die anderen Signale schon irgendwie? Ja, habe ich auch schon. So. Aber, nee, die Zwerge habe ich noch nicht. Also, setzen wir erstmal ein Signal dahin. Da steht nämlich der eine Zug schon drin. So. Er ist aber gleich draußen. Dann müssen wir uns mal die Anhänger angucken. So. Ja gut, es ist ein bisschen Berg drin. So, unsere Silberlinge. Was haben wir denn? 1986. Naja, könnte man so laufen lassen, ne? So mit Steuerwagen, dann dreht die Lok auch nicht mehr. So. Okay. Dann hatten wir doch gestern oder die Tage eine Linie hier nach hierhin gemacht. Aber hier fährt, glaube ich, auch noch kein Zug. Dann müssten wir auch erstmal gucken, dass wir jetzt hier so ein provisorisches Zugdepot hinkriegen. So, wir haben ja genug Depots, Möglichkeiten. So, drehen. Müssten wir dann hier so hinsetzen. So eine Schiene dran. So. Ein Signal dahin. Dann müssen wir mal schauen, was nehmen wir denn hier für einen Zug. 86. Könnten wir ja schon was Elektrisches. Ja, das ist aber alles zu modern hier.
dieselmäßig. Die hier, die 614er. Ja, 614, das sind die. Ja. Was ist das? Mit Knickgelenk, okay. Nehmen wir die da drauf. So, dann wäre das jetzt hier eine neue Linie. Von hier. Ich glaube bis hier. Weiter, nee, weiter kann er ja nicht. Bis da. So. Dann wäre das erstmal. Was haben wir denn da? Bredler. Bredler. Strich. Wolfsburg. Zug. Aber ein großer Zug. So. Und wenn Bre, da fehlt noch ein E. Und es ist eine Regioline, eine RL. Linie. Machen wir erstmal BL. Eins. Aber so BL. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Regio. Ne, das müsste hier. R1 ist das. R1. So. Haben wir das auch. Diese hier. Ja, die würde ich jetzt auch gerne benennen. Dann ist das hier. R2. Augsburg. Was jetzt? Bin ich wo drauf gekommen? So, hier. R2. Augsburg. Mal Zug Linie 1. So, dann hätten wir das auch. Da fährt jetzt auch ein Zug her. Hoffe ich mal, dass er fährt. Rausgekommen ist er. Hier steht der eine. So. Glaube ich, noch mal wegen den Weichen war da irgendwas. Da mussten wir, glaube ich, auch noch mal nachgucken. Irgendwas war doch da. So, dann hätten wir die Linie auch fertig. Ja, das haben wir ja hier gemacht, die Straße, dass sie nicht so hoch ist. So, Bahnübergänge habe ich die neuen eigentlich schon hochgeladen. Ne, wir haben immer noch den, okay. Ja, die anderen kommen auch erst, ich glaube, Anfang der 90er Jahre. So, jetzt mal gucken, was unser Transport hier macht. Hier liegt schon Erz. Da liegt auch Erz. So, wo haben wir denn unsere LKWs? Der hat kein Erz geladen, warum auch immer. Ah, das sind jetzt die ersten Lieferungen. Ah, ich habe ja noch was vergessen. Wir müssen ja hier auch noch hin. Ich weiß nur noch nicht so genau,
wo wir hier die Station hin machen wollen. Ja, aber das sieht alles so ein bisschen komisch aus. Wenn ich das jetzt drehe, ein bisschen drehen, so, Krümmung zu groß, aber wenn ich es enger mache, dann meckert er nicht. Naja, sieht halt so aus, als wenn es aussehen müsste. So, kann es denn hier so ein bisschen kaschieren? Also wirklich nicht. Aber es ist natürlich auch eine Ecke. Wenn es jetzt ein bisschen... Na, kleiner kann es jetzt nicht mehr machen. Muss es halt so bleiben. Mal gucken, dass wir es vielleicht ein bisschen grün angetatscht kriegen hier. So. Ja, noch ein paar schöne Bäumchen hier hin. So, guck mal, so fällt das doch schon fast gar nicht mehr auf. Auch wenn man noch ein bisschen Farbe hin macht, aber das funktioniert jetzt durch die Bäume. Doch, geht, guck, geht auch. So, nehmen wir hier die Bäume mal weg. Ach, Mist. Jetzt kriege ich natürlich die Straße auch nicht mehr hin. Weil ich habe sie nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch diese. Aber das machte jetzt auch nicht so viel. Werten halt die Straße hier mal auf. So, die auch. So, auf die Schnelle mal ein bisschen Asphalt verstreut. Wo kommen wir denn hier hin? Ach, hier ist noch mehr Kohle. Cool. Gar nicht gesehen gehabt. Ja, jetzt ist die Frage, Gebäude. Kleine LKW-Halte zum Entladen von Gütern, die auf die Gehsteig platziert wird. Das Beladen von Gütern ist hier nicht möglich. Schade. Toll, wo baue ich denn jetzt hier das hin? Ja, müssten wir dann schon so hinbauen. Ja. Okay. 2-2. Wird auch noch gehen. 30 Meter. Wird auch noch gehen. Das geht hier sogar besser. Wie auf der anderen Seite. Ja, machen wir es einfach so. So, nochmal zwei Linien. So, auch hier hin, wieder eine neue, von hier, auch hier hin, so, dann wäre das, Kohle,
Strich Fabrik LKW Linie 2 und das wäre dasselbe. Kohle Fabrik Koala LKW, das würde auch stimmen. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich hier das A wegkriege. So. Kohle, Fabrik, LKW, Linie 2. Ja, ne? Passt doch. Müssen wir nur mal gucken, dass wir dann auch mal ein paar LKWs noch irgendwie einschalten. Ah, hier habe ich dann das W groß gemacht. Dann machen wir es hier auch wieder klein. So, dann passt's. So, dann müssten wir jetzt wieder hier ein paar LKWs kaufen. Mal gucken, was wir noch haben. Der transportiert Kohle, der auch. Das ist ein Magirus. Hohe Ladewand, niedrige Ladewand. Der schafft 17, der auch. Und was macht der? Nee, der schafft gar nichts davon. Der schafft auch Kohle. Der schafft auch beides. Also nehmen wir den jetzt hier noch zweimal, dreimal. So, dann auf die Linie 1, auf die Linie Kohle 2. So, das sind die Grünen, das sind die anderen. Okay, das funktioniert jetzt auch schon mal. So. Dann hätten wir jetzt hier schon mal diese kleinen Bergregionen angeschlossen. Und wir kriegen dann schon mal ein bisschen Ware hier hingeliefert. Produzieren tut er noch nicht viel, weil er hat ja noch nichts groß. So, in diesem Sinne würde ich dann sagen, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald, euer Donny.